perfekt. Ich muss Dad unbedingt eine Dankeskarte schicken. Okay, aber wolltest du ihm nicht noch eine für das Schnellboot schicken? Und für das MX-52 und für unseren Tourbus? Warum rufst du ihn jetzt nicht einfach an? Hey, Josh. Ziemlich cool, Mann. Hast du eigentlich auch eine Anlage in dem Ding? CD-Wechsler und Dolby Surround. Berto, Cat, kennt ihr schon Matt Hoffman? Ja, ich... Du meinst den Condor, Freestyle-BMX-Legende, Europa- und zehnmaliger Weltmeister? Tut mir leid, der Name sagt mir überhaupt nichts. Oh, ich bin ein großer Fan von dir. Hör auf, Cat, ich bin hier der Fan. Als Einzelkämpfer war Josh ganz okay. Aber als Team Steel habt ihr es wirklich an die Weltspitze gebracht. Naja, was soll ich dazu sagen? Das haben wir mir zu verdanken. Bitte. Ich bin hier der Champion. Das war immer so und das wird auch immer so bleiben. Ich würde mich gern weiter mit euch unterhalten, aber ich muss in 10 Minuten am Start sein. Was dagegen, wenn wir zusehen? Also, vielleicht können wir von dem Meister ja noch was lernen. Du wirst nicht wieder so peinlich sein und meinen Namen durch die Gegend schreien, okay? Hey, Berto, willst du mit? Ja, klar, wieso nicht? Dann könnt ihr mich auch weiter ignorieren. Das ist für mich das Größte. Auf die Krankenstation. Berto, schnapp dir sein Fahrrad. Ja, natürlich. Soll ich's auch waschen und die Lager ölen? Du hast Glück gehabt, Matt. Bis auf die Kratzer und den verstauchten Knöchel ist alles okay. Nichts gebrochen. Aber du solltest dich ein paar Tage ausruhen. Nein, keine Chance, Doc. Es ist schließlich das Finale. Ich sitze schon morgen wieder auf meinem Fahrrad. Dieser Verrückte hier hatte 14 Operationen und seine Milz hat er auch nicht mehr. Von so einem kleinen Sturz lässt er sich nicht bremsen. Ist das wahr? Er hat keine Milz? Er ist schon so oft wieder zusammengesetzt worden. Er ist wie ein wandelndes Matt Hoffman-Puzzle. Dann tu mir bitte nur einen Gefallen und lass den Verband dran. Und vor der Veranstaltung in New Mexico schaust du noch mal rein. Ich kann's nicht versprechen, Doc. Berto? Ja, ich weiß schon. Schnapp dir das Fahrrad. Boah, oh, das war gut. Ich bin so voll. Oh, ich auch. Hey, also, du hättest letztes Stück sagen müssen. Ich denke, ihr Jungs seid voll. Wir sind Jungs. Wir sind niemals voll, solange noch was zu essen da ist. Ein ungeschriebenes Gesetz. Tja, ich hab da meine eigenen Gesetze. Wer pennt, der hat Pech gehabt. Apropos pennen, Leute, ich hau mich hin. War ein ganz schön langer Tag. Ich muss früh raus und jemanden finden, der mein Fahrrad repariert. Das kann Berto für dich tun. Bist du sicher? Er macht das perfekt. Danke. Also dann, gute Nacht. Gute Nacht. Bis dann, Matt. Vergiss es, ich werde es dir nicht sagen. Komm schon. Dieses ungeschriebene Gesetz ist von Jungs und deshalb gilt es auch nur für Jungs. Habe ich recht, Kumpel? Was ist denn auf einmal mit ihm los? Hey, Berto, hast du was?
Nein. Bist du sicher? Du wirkst ein bisschen angespannt. Alles bestens. Okay, wenn du das sagst. Er ist sauer. Absolut. Höchstwahrscheinlich deinetwegen. Versucht jemand, die Tür einzuschlagen. Was ist denn los? Keine Ahnung. Sag mal, gibt's noch Nachtisch? Deine Freunde sind weg. Vielleicht leide ich unter Verfolgungswahn, vielleicht aber auch nicht. Große Limousine, große böse Jungs, das klingt nicht nach nichts. Ich würde vorschlagen, dass wir dich mit dem Van zum Hotel fahren. Man kann nie wissen. Wow, entweder ist der Zimmerservice in diesem Laden wirklich schlecht oder du hattest recht, jemand ist hinter dir her. Ich habe gerade noch mal mit den Zimmernachbarn gesprochen. Niemand hat etwas gesehen oder gehört. Sind Sie sicher, dass nichts fehlt? Soweit ich sehen kann. Ich sage das nur sehr ungern, aber ohne Fingerabdrücke, ohne Zeugen und ohne das Kennzeichen von dieser Limousine können wir im Augenblick nicht sehr viel tun. Das gefällt mir überhaupt nicht. Wir sollten in seiner Nähe bleiben, bis wir wissen, was los ist. Er könnte doch erst mal bei uns wohnen. Hör zu, Matt. Wir haben den perfekten Plan. Oh ja, natürlich. Wir sind die Tollsten. Ist nicht so wichtig. Ich kenn dich, Mann. Irgendwas bedrückt dich und ich werde dich so lange löchern, bis du es mir sagst. Berto, spuck's aus. Es ist alles in Ordnung. Berto, sag's mir. Wir sind Freunde. Sind wir das? Was soll diese Frage? Ich meine, wir arbeiten zusammen, aber irgendwie gehöre ich nicht zu euch. Was? Oh, okay, ich glaube, ich bin hier verkehrt. Gut, dann weißt du ja, wie ich mich fühle. Du und Cat und auch dieser Matt, ihr seid alle gleich. Starke, erfolgreiche Athleten. Ich bin doch nur irgend so ein Typ, der euer Zeug in Ordnung hält. Was für ein Unsinn. Ja? Na, vielleicht kannst du mich später davon überzeugen, weißt du, nachdem das Fahrrad repariert ist. Der Job, für den du mich freiwillig gemeldet hast, ohne zu fragen. Warum auch? Es interessiert ja wohl auch keinen, wie ich es finde, dass Matt bei uns unterkriegt. Wow! Was soll das? Was ist denn auf einmal los? Das ist ein Van, Macbeth, kein Geländemotorrad. Nochmal, los jetzt nochmal. Du sollst sie von der Straße fegen, nun mach schon. Wird mich garantiert umbringen. Mehr als einmal, wenn's geht. Okay, festhalten. Wow! Hey Josh, alles okay? Naja, es geht so. Das Monstrum hätte uns beinahe plattgewalzt. Nur ein paar Zentimeter mehr und sie hätten uns nach Hause faxen können. Zum Glück hat der Fahrer noch rechtzeitig die Notbremse gezogen. Ja, gute Reaktion, Mann. Was ist mit dem Wagen? Verschwunden. Aber wir können wohl mit Sicherheit sagen, dass das nicht bloß ein paar Fans waren, die ein Autogramm haben wollten. Du behauptest, du seist ein Fahrer? Ein trainierter Affe macht seine Sache besser.
Matt Hoffman hat etwas, das ich haben will. Und wenn ich das nicht kriege, kriege ich euch dafür. Verstanden? Danke, dass du mein Fahrrad repariert hast. Es ist wie neu. Kein Problem. Was habe ich dir gesagt? Er ist ein Genie und der netteste Typ, den ich kenne. Ganz ehrlich. Keine Frage. Einen besseren Partner als Berto kann man sich kaum vorstellen. Ich brauche ein paar Sachen aus meinem Schrank. Okay. Berto, willst du mit reingehen? Ich? Cat und ich bewachen den Eingang. Du wirfst ein Auge auf Matt. Bist du sicher? Klar ist er sicher. Okay. Schon 10 Minuten. Soll ich mal nachsehen? Nein, vielleicht ist Matt einfach noch mal unter die Dusche gesprungen. Los gehen wir. Matt? Berto? Ist alles in Ordnung? Matt, kümmere dich um ihn. Ich hab's vermasselt. Das spielt doch jetzt keine Rolle, Berto. Diesen Typen denn nie wieder los? Oh. Hey, die Lackierung war teuer, Kumpel! Ja. Muss diese Wunderkerze eigentlich nie nachladen? Steel, du gehst mir auf die Nerven. Hey Matt, geht's wieder? Oh, mein Schädel dröhnt immer noch. Es tut mir leid. Ist doch nicht deine Schuld, Mann. Na, wessen denn wohl sonst? Berto, die haben euch drinnen aufgelauert. Genau, und es gab nichts, was du oder jemand anders hätte tun können. Stimmt. Was hast du? Ach, dieser dämliche Verband macht mir irgendwie zu schaffen. Es tut immer noch weh, als ob irgendwas Spitzes in die Wunde stechen würde. Der Doc sagt zwar, ich soll ihn dran behalten. Berto sollte sich das vielleicht ansehen. Ich bin kein Mediziner, aber... Scheint gut zu verheilen. Augenblick mal, da steckt was in dem Verband drin. Ich glaube, das sieht aus wie ein Mikrochip. Das dürfte dann wohl auch der Grund sein, warum Vitriol hinter dir her war. Aber wie kommt das da rein? Entschuldigen Sie bitte. Ist Dr. Clancy da? Seit ein paar Tagen hat ihn niemand gesehen. Wie vom Erdboden verschluckt. Nach den Personalunterlagen des Sportparks wurde Dr. Clancy erst kürzlich eingestellt. 1 oder 2 Tage, bevor er Matt behandelt hat. Das liegt daran, dass der gute Doktor bis vor einer Woche noch woanders gearbeitet hat. Für die US-Regierung verschiedene Forschungsaufträge. Spezialgebiet, biologische Kampfstoffe. Unmöglich. Doch,
Nach dem, was ich diesem Bericht entnehmen kann, hat Clancy bis vor kurzem einen künstlichen Supervirus erschaffen und ist ohne ein Gegenmittel zu entwickeln ausgestiegen. Lass mich raten. Unser Doktor ist verschwunden und mit ihm die Formel für das Virus. Gespeichert auf einem winzig kleinen Mikrochip. Ihr drei seid ganz schön clever, das lässt sich nicht leugnen. Ach, Anfängerglück. Tja, die Frage ist nur, wieso gibt der gute Doktor sein Lebenswerk an Matt weiter? Ich schätze, Clancy wollte den Chip an den Meistbietenden verkaufen, aber dann ging was schief. Vielleicht wusste er, dass Vitriol kommen würde, um sich den Chip zu holen. Also versteckte er ihn zur Sicherheit in Matts Verband, um ihn bei der Nachuntersuchung wieder an sich nehmen zu können. Ich fürchte nur, dass man den Doktor überwältigt und zum Reden gezwungen hat. Oh, wow, Leute, ist das spät geworden. Hey, Josh, war es nicht so, dass du um 3 deinen Vater anrufen wolltest? Es ist nämlich schon 5 nach. Ja. Hey, danke, dass du mich erinnert hast. Kein Problem. Matt, lass uns nachsehen, ob wir was gegen deine Kopfschmerzen finden. Cool. Hi, Dad. Wir müssen uns treffen. Wir kommen vorbei. Mann, bin ich froh, dass der Chip jetzt bei N-Tech im Tresor liegt. Damit kann ich dann jedenfalls nicht wieder was verpatzen. Hör auf, Berto. Red keinen Unsinn. Ohne dich wüssten wir nicht mal von der Existenz dieses Chips. Wenn das FBI jetzt auch noch Dr. Clancy findet, ist der Fall erledigt. Besuch! Steel, ich will diesen Chip. Chip? Welchen Chip? Ich bin nicht in Stimmung für deine Spielchen. Ich weiß, dass er nicht in eurem Wagen ist, also rück das verdammte Ding raus. Cat! Wenn du den Chip suchst, den hat das FBI. Nun, das tut mir wirklich leid für dich. Vitriol hat den Van unter Strom gesetzt. Ich fühle mich wie ein Blitzableiter. Cat, Matt, seid ihr da drin? Ja, aber wir können nicht raus. Hier steht alles unter Strom. Man kann nichts berühren, ohne einen Schlag zu bekommen. Es wird doch eine Möglichkeit geben, an den Stromkreis ranzukommen. Bau den Luftfilter aus deinem Motorrad. Und warum genau tue ich das? N-Tech verwendet Carbonfaserluftfilter für alle Fahrzeuge. Und diese Carbonfaser lässt sich auch als elektrischer Isolator einsetzen. Im Ernst? Naja, theoretisch. Josh, danke, Mann. Ich schulde dir was. Hey, dank nicht mir, dank unserem anerkannten Genie. Ja, das bin ich. Viele graue Zellen, keine Muskeln. Ich kann das Finale der Herren unmöglich fahren. Nicht mit dem Bein. Aber wir liegen zusammen mit Raptor in Führung und rein punktemäßig werden wir das nicht aufholen können. Jefferson hat angerufen. Sie haben Dr. Clancy gefunden. Er ist jetzt in Untersuchungshaft. Wundervoll, aber wir haben hier ein ganz anderes Problem. Wenn du jetzt nicht mitfährst, dann können wir unser Gold vergessen. Mach dich fertig, Berto. Du startest in 5 Minuten. Was? Ich gewinne doch nie. Ist gar nicht nötig. Wir kriegen auch Punkte fürs Mitmachen. Du musst deine Kiste nur über die Zielgerade bringen, okay? Thank you.
deinem Bein? Geht es plötzlich wieder gut? Für ihn ist es wichtiger als für mich. Yeah! Du warst fantastisch, Mann. Wie fühlst du dich? Großartig. Hab mich nie besser gefühlt. Was für ein Rausch. Ist das normal, dass mein Herz so irrsinnig schlägt? Oh ja, im Rennsport geht es uns allen so. Yeah.